Hallo, in diesem Video geht es um barrierefreies Design von Webseiten und wie man auf Webseiten Animationen gestalten sollte. Das Video ist Teil der Reihe Digitale Barrierefreiheit von Anfang an. Im Web findet man oft bewegende Inhalte, wie zum Beispiel Börsenticker, Bilderkarussells und animierte GIFs. Bewegende Inhalte werden oft benutzt, um die Aufmerksamkeit auf bestimmte Informationen zu lenken. Dies kann oft sehr nützlich sein, zum Beispiel wenn Inhalte in einer Website aktualisiert wurden oder wenn man darauf hinweisen will, dass ein Formularfeld einen Fehler enthält. Animationen können auch benutzt werden, um Prozesse und Vorgänge zu illustrieren. Daneben können sie auch einen rein ästhetischen Zweck haben. Allerdings können bewegende Inhalte auch die Aufmerksamkeit ablenken von Inhalten oder Bedienungselementen, die der Benutzer gerade lesen bzw. benutzen will. Für bestimmte Gruppen von Personen ist es dann schwierig, die Seite überhaupt zu benutzen, weil sie es schwierig finden, ihre Aufmerksamkeit überhaupt von den bewegenden Inhalten loszureißen. Personen mit bestimmten Störungen des Gleichgewichtsorgans können bei Animationen auch Probleme empfinden. Zum Beispiel Animationen, die einen sehr großen Teil des Bildschirms bewegen lassen, Bewegungsparallaxen und Inhalte, die schnell horizontal scrollen, können bei manchen Benutzern Schwindel erregen. Benutzer haben in der Regel wenig Möglichkeiten, um solche bewegenden Inhalte zu stoppen oder auszuschalten, oder diese Möglichkeiten sind gut versteckt in den Browser-Einstellungen. Für Bilderkarussells und andere größere Animationen gibt es keine richtigen Browser-Einstellungen. Es gibt zwar Browser-Erweiterungen, die JavaScript vollständig ausschalten können, aber dies schießt eigentlich über das Ziel hinaus. Deswegen sollten Webentwickler in Animationen die Möglichkeit einbauen, die Animation zu stoppen. Animierte GIFs sind Dateien im GIF-Format, die mehrere Einzelbilder enthalten, die hintereinander gezeigt werden, sodass eine videoähnliche Animation entsteht. In Internet Explorer für Windows kann man mit der Taste Escape animierte GIFs stoppen. Wer in Firefox animierte GIFs ausschalten bzw. einmal laufen lassen will, statt in einer Schleife, findet diese Option nicht in den normalen Einstellungen zurück. Stattdessen muss man die Konfiguration bearbeiten. Dieser Weg ist natürlich nicht benutzerfreundlich. Allgemein sollte man bei Animationen, blinkenden und scrollenden Inhalten folgende Regeln beachten. Erstens, sind bewegende, blinkende und scrollende Inhalte, die parallel zu anderen Inhalten dargestellt werden, sollte nicht automatisch beginnen oder länger als 5 Sekunden dauern. Zweitens, falls sie doch automatisch beginnen und länger als 5 Sekunden dauern, muss es einen Mechanismus geben, mit dem Benutzer die Animation und Bewegung pausieren, beenden oder ausblenden können. Drittens, dieser Mechanismus ist nur dann entbehrlich, wenn die Animation oder Bewegung ein unentbehrlicher Teil einer Handlung ist. Webentwickler, die Animationen und bewegende Inhalte zeigen wollen, können JavaScript benutzen, um Benutzern Kontrolle über das Abspielen solcher Inhalte zu geben. Giffe von Graphimationf ist eine JavaScript-Bibliothek, die verhindert, dass animierte GIFs automatisch abspielen. Der Code generiert einen Play-Knopf, mit dem Benutzer die Animation starten können. Omri.js von Nat Tarnoff ist eine JavaScript-Bibliothek, die einen Schieberegler generiert, um JavaScript-Animationen zu pausieren. Der Schieberegler erlaubt Benutzer, die Animation zu starten und wieder zu pausieren. Wenn man Animationen benutzt, sollte man vermeiden, dass diese innerhalb von einer Sekunde mehr als dreimal blitzen. Die Web Content Accessibility Guidelines unterscheiden zwei Typen von Blitzen. Erstens gibt es den allgemeinen Blitz, das heißt eine schnell wechselnde Sequenz von Bildern, die Änderungen von mindestens 10% der maximalen relativen Luminanz verursachen und wo die relative Luminanz des dunkleren Bildes unter 0,8 liegt. Zweitens gibt es den roten Blitz, der ähnlich ist zum allgemeinen Blitz, aber Bilder mit einem gesättigten Rot enthält. Die Luminanz von der Hitlerie ist, wie berechnet mit einer Formel,
die in den Web Content Accessibility Guidelines dokumentiert ist. Dieses Video wurde unter der Creative Commons 4.0 Attribution Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Ortes enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden. Mehr Informationen über die Reihe Digitale Barrierefreiheit von Anfang an finden Sie auf der Website gbai.eu/von Anfang an.